Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einem ganz neuen Video. Heute gibt es wieder einen Haul. Ja, ich habe wieder geshoppt. Der November, Oktober, November so ist immer sehr teuer, ne? Dann die Black Week. Ja. Deswegen, wir legen los. Viel Spaß mit dem Video. So, wir fangen an. Ich habe bei Love bestellt. Ich hatte so eine Torschusspanik, wie damals bei Bäcker irgendwie auch, ne? Love gibt es bald nicht mehr und ich brauche die Sachen, weil ich will sie testen. Ich habe es noch nicht geschafft, irgendwie alle zu holen. Und da ist es jetzt alles irgendwie so ein bisschen am Ausverkauf war und gab, habe ich direkt bei Love bestellt und voll die Schnäppchen ergattert und freue mich meines Lebens, denn ich kann die Sachen jetzt mal testen, ne? Und Love denkt sich ja, warum nicht gleich so? Es ist scheinbar nicht so gut gelaufen mit Love. Ich fand es auch schade, dass sie aus der Drogerie rausgegangen sind. Habe ich wirklich vermisst. Und dass sie auch keine Limited Editions gemacht haben, ne? So wie mit Catrice und Essence. Hätten die das vielleicht gemacht, wäre es bestimmt besser gelaufen. Aber was weiß ich schon, ne? Ich habe mir einmal einen Pinsel mitgenommen von Love. Wir fangen mal an direkt mit dem Precise Concealer Brush. Das ist einfach so ein Packerbrush, so ein ganz klassischer, ne, mit dem du auch schön deinen Lidschattenprimer verteilen kannst und deinen Lidschatten draufpacken kannst. Der ist super weich, sehr, sehr schön, hat einen, ja, ist so Roségold mit dem Love-Logo, okay, ja, so eine, ja gut, den kann ich ja gleich irgendwo hin tun. Ja, der durfte einmal mit und dafür meine Pinselsammlung. Ich habe ja nicht genug. Dann durfte noch ein Blush mit. Und zwar habe ich den schon sehr lange auf dem Schirm. Der Blushment Blurring. Oder das Blushment Blurring Blush. In der Farbe 60. Dachte, das wäre die dunkelste Farbe. Online sehen die immer ganz anders aus. Und das ist hier die Farbe. Das ist eher ein Highlighter. Also ich mache mal auf. Da ist auch ein Spiegel mit drin. Das ist so ein klassischer Blush, den wir schon kennen. Von Catrice und so. Und Essence, was es da halt gab, ne? Dieser typische, schöne, glowy Sommerblush. Und das ist die Farbe, die dabei rauskommt. Sehr, 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 ja, glowy. Es ist nicht so mein Favorit, aber im Sommer vielleicht doch ganz schön. Ich muss mal gucken, mit welchem Pinsel ich mit dem arbeiten kann. Ich möchte doch das Pigment ein bisschen drauf bringen, aber ich glaube für meinen Geschmack mir etwas zu pink. Ja, und etwas zu glowy. Also man sieht schon, das ist ein krasser Sheen, krasser Glow. Ist jetzt nicht so mein Favorit, aber wir werden mal gucken. Also wie der halt auf den Wangen aussieht. Dann habe ich von Love mir noch einen Bronzer mitgenommen. Und zwar in zwei Farben. Den hatte ich schon mal aufgebraucht. Der spiegelt jetzt etwas. Natürlich blöd zu zeigen. Ohne dass es spiegelt. So sieht er aus. Dieser goldene halt. Der Love Sun. Ich habe einmal die Farbe 10 Sensual Caramel. Der sieht so aus. Eine super schöne Farbe. Wie gesagt, habe ich schon mal aufgebraucht. Deswegen habe ich mir den wieder nachgekauft. Ganz fein. Fühlt sich total schön an. Ganz seidig sieht er auf der Haut aus, also ist nicht matt, ne? Sieht total schön aus und ist auch eine sehr schöne Farbe für mich. So eine schöne Mischung aus braun und aschig. Und ich habe mir auch die dunklere Variante mitgenommen, den Seductive Bronze. Ich glaube, den hatte ich schon mal. Der ist etwas aschiger, deswegen habe ich mir den auch mitgenommen. Er ist auch dunkler, also viel aschiger ist er gar nicht, der ist eher wärmer. Zumindest sieht er ein Fähnchen aschiger aus, ich muss mal gucken, ne? Hier sind die zwei Bronzer untereinander und ja, finde ich schön. Also der hat mir damals echt gefallen, deswegen durfte der jetzt hier nochmal in meine Sammlung mit und wenn es dann Love nicht mehr gibt, dann habe ich den und ich weiß, dass ich den mochte und ich will noch diesen Originalen haben. Ich muss gucken, ob ich den hier irgendwo in meinen Stapel noch habe, ansonsten muss der noch reinziehen. Ich hoffe, ich bekomme den noch. Dann habe ich mir dieses Puder mitgenommen, was auch lange auf meiner Wunschliste stand. Also ich vermisse Love wirklich, ne? Ja, schade. Set and Refresh Puder, das ist dieses Puder, was dem Bäckersee ähnlich sein soll, was so ein bisschen Wasser mit drin hat und sich so nass anfühlt. Also ich glaube, das ist das, weil das hat einen Cooling-Effekt und enthält Wasser, genau. Das wird halt irgendwann mal im Laufe der Zeit austrocknen, das Wasser, und dann ist es einfach nur ein Puder. Ich mochte das von Bäcker schon sehr, sehr gerne, ist bei mir dann auch irgendwann mal ausgetrocknet. Das ist die Farbe Universal Powder einfach. Ist aber ein bisschen peachy eingefärbt. Also ist sehr peachy. Aber fürs unters Auge vielleicht so, finde ich das auch sehr, sehr erfrischend. Also wir müssen mal gucken, was ich damit mache. Wenn man das aufschraubt, hat es einmal eine schöne Puderquaste mit drin, die ich nicht brauche. Aber die bleibt drin. Und dann machen wir es mal auf und da ist wahrscheinlich, ich lasse es noch zu, aber ich vermute, wie, ich hatte schon mal ein Love Puder, dass da so ein Netz drin ist und das mag ich sehr gerne mit so Netzen. Da kriegst du voll schön immer das passende Produkt raus und so. Ja, einmal Love Set and Refresh Dufte mit.
Dann durfte ein Eyeshadow Primer mit, den ich noch nicht probiert habe. Finde ich ganz spannend, interessant. Ich will den aufmachen. Genau. Eyeshadow Primer ist in so einem kleinen Tiegelchen und wahrscheinlich mit so einer, genau, einfach so einer Spitze, wo du dann direkt aufs Lid auftragen kannst und verteilen kannst. Bin gespannt, ob der so ein bisschen so ein bisschen Grip hat und ein bisschen klebt, dass du da auch schön pigmented auftragen kannst. Soll bis zu 18 Stunden halten. Bin auch gespannt, ob der so ein bisschen einfärbt. Auf jeden Fall sehr interessant. Ich liebe Lidschattenprimer. Dann hatte ich auch schon mal von Love, ich glaube, ich habe den noch, den gibt es aber leider nicht mehr, einen Lippenstift gekauft. Ich finde die Love-Lippenstifte so cool, weil die haben so einen Magnetverschluss. Und das ist Lip Affair Marianas Chestnut 502. Und ich liebe so eine Farbe. Das ist so Kupfer, Nude, sehr, sehr herbstlich. Den können wir mal ein bisschen swatchen hier. Oh ja, super schön. Bisschen heller, glaube ich, als den ich heute auftrage. Müssen wir gucken, wie es auf den Lippen macht. So hat ein bisschen Rostiges mit drin, ne? Riecht ganz angenehm, also nach nichts irgendwie, aber ich mag die Farbe so, vor allem auch für die Jahreszeit. Ich lieb's. Dann habe ich noch einen Pinsel mitgenommen, den Foundation Buffer Brush. Also von Foundation Pinsel kann man nie genug haben. Ich mache meinen immer jeden Tag sauber und er hält dann auch nicht besonders lange. Und weil das Öl, womit ich halt die Foundation sauber mache, löst dann irgendwann mal den Kleber. Deswegen habe ich mir noch einen mitgenommen. Der fühlt sich so interessant an. Es ist so eine ganz andere Haptik. Es ist so eine ganz andere Haptik als sonst die Pinsel. Es fühlt sich irgendwie komisch an. Ganz anderes Haar. Aber ja, das hart schon, okay. Mal gucken. Der fühlt sich sehr billig an, also ist sehr leicht. Der ist leer innen drin. Aber ich bin sehr gespannt, wie sich damit die Foundation aufträgt. Werden wir ausprobieren. Zieht ein. Aber der hat ja überhaupt gar kein Gewicht. Vieles gab es auch schon gar nicht mehr und so. Und ich hoffe, dass ich den einen Bronzer habe. Hier bin ich noch habe, weil den möchte ich gern haben. Was haben wir noch? In dieser Bestellung durfte noch ein Making Fixing Spray mit. In dieser Bestellung durfte noch ein Make-up Fixing Spray mit. Ich liebe Fixing Spray. Ich habe 2 Schubladen voll. Traumhaft. Und ich mache immer einen auf und benutze es dann die ganze Zeit, bis es leer ist. Und dann kommt der nächste. Zumindest gebe ich mir Mühe. Und das ist so ein Fixing Spray nach meinem Geschmack. Ich habe sowas schon mal von Morphe gehabt. Das ist so wie so ein Haarspray und ist unfassbar schön. Packaging total schön. Habe schon überlegt, dass ich den jetzt mal ausprobiere und dass ich mir den vielleicht noch mal kaufe, wenn, ne, solange es die noch gibt. Wenn es gut ist, weil ich mag so die Art. Ne? Steht soweit jetzt nichts drauf. Einfach nur Vegan Silk Anti-Pollution Effekt. Ich glaube, ich werde den hier gleich mal ausprobieren demnächst, dass ich den vielleicht nochmal bekomme, wenn er gut ist. Weil das von Morphe mochte ich echt gerne. Ah, hier steht ein bisschen Text. Spray erfrischt die Haut, fixiert das Make-up und sorgt für einen makellosen, langanhaltenden Look. Dank der veganen Seide legt sich das Spray wie eine Art Schutzschild auf deine Haut, kann Umwelteinflüssen entgegenwirken und verleiht somit einen Anti-Pollution-Effekt. Der feine Sprühnebel lässt die transparente Formulierung schnell einziehen und sorgt für einen ebenmäßigen Teint. So, zur Bestellung habe ich dann eine Tasche bekommen. Ja. Ich habe mir mal vorgenommen, irgendwie so auf Vinted oder so vielleicht alle meine Taschen mal zu verkaufen. Also ich habe wirklich einen ganzen Jutebeutel voller verschiedensten Make-up-Taschen und ich brauche wirklich nicht viel. Aber irgendwie ganz cool, man kann da reingucken und so. Ne? Da weiß man, was drin ist. Irgendwie interessant. Ist eine coole Farbe, auch neutral. War gratis mit dazu, nehmen wir, ne? So, dann können wir das Päckchen auf Seite tun und es durften dann nochmal 4 Lidschattenpaletten mit. Also da war wirklich bei mir ein Kurzschluss, dass es Love nicht mehr gibt. Und die waren schon lange auf meine Wunschliste gestanden, diese Lidschattenpaletten. Die wollte ich testen, aber die waren immer sehr teuer. Und ich hatte hier schon Probleme mit dem Öffnen. Ich habe es richtig randaliert, weil ich habe natürlich gleich geguckt, ob alles heil ist. Deswegen wird wahrscheinlich die Umverpackung wegkommen, weil ich kriege die nicht auf. Ich kriege die sehr schwer auf und ja, die Umverpackung ist jetzt auch nichts Besonderes. Aber ich will halt auch nicht, dass die dann zerkratzen. Vielleicht lasse ich es doch drin. Also wir haben einmal die Selfish Eyeshadow Palette. Time to put yourself first. Das spiegelt jetzt alles. Da haben wir einmal auch so ein Teilchen, so ein Ding, wo die Farbbezeichnungen draufstehen. Das lasse ich mal hier im Spiegel so drin, wenn es hält. Ansonsten
Ah, wir haben die Farbbezeichnung auch auf der Umverpackung hinten drauf. Muss mal gucken. Und das sind die Farben. Eine Farbe sieht schon aus, als wäre die geswatcht worden. Aber die, ja, vielleicht ist es auch einfach nur ein Produktionsfehler. Und ja, sie fühlt sich sehr hochwertig und schwer an, die Palette. Und diese Fähnchen sind so schön groß. Und mich haben jetzt alle angesprochen. Und da werden wir jetzt mal ein bisschen swatchen, weil von Love habe ich wirklich nicht viel. Ich habe in meinem letzten Video eine Love-Palette aussortiert, weil mir die Farben einfach nicht zugesagt haben. Aber so jetzt auf den ersten Eindruck, so eine, die sind nicht sehr trocken, aber jetzt auch nicht die butterigste Formulierung. Es ist halt Drogeriequalität, ich weiß schon, aber es wirkt auf den ersten Eindruck jetzt erstmal ganz nett. Ich mag auch diesen schönen grünen, goldenen Ton sehr gerne. Gefällt mir. Dann haben wir hier noch, oh, diesen Rost-Peach-Ton oder Orange. Es ist auch hier scheinbar so die Basefarbe. Das ist also das sind die zwei einzelnen, das sind die zwei matten Töne. Und das ist quasi so das Thema von der Palette, ne? Weil du hast hier den einzigen matten Ton zum Ausblenden und das wird dann so alles so ein bisschen rostig. Zusammen mit dem Grün stelle ich mir das ausgeblendet auch total interessant vor. Es wird hier auch, oder die zwei Farben hier miteinander, ne? Passen sehr, sehr schön. Oder das einfach aus bewegliche Lid alleine und mit dem Braunton zusammen. Also gefällt mir. Palette hat jetzt schon voll die Toucher drauf. Und ich glaube, ich lasse es in der Umverpackung. Ich muss mal gucken. Ich kriege es halt nicht so gut da raus. Auf der anderen Seite hat es ein bisschen besser funktioniert. Da habe ich es nicht so abgerammelt. So, die nächste ist auch, das ist die Self Confident. Die ist jetzt schwarz hier. Spiegelt nicht so arg. Dare to try something new. Self-Confident haben wir. Die ist so ein bisschen spiegelnd, schwarz-dunkel. Total coole Verpackung. So ein bisschen metallic. Und das ist auch eine sehr schöne, interessante Color Story. Da haben wir auch wieder zwei matte Töne. Einer wieder in diesem rötlichen Rostton und der helle wieder schön zum Verblenden. Also diese hellen Töne sind immer eh ganz cool, um zu setten und so. Ich sette in letzter Zeit wenig. Ich gehe immer direkt auf den Lidschattenprimer mit so einem metallischen Ton, aber ich habe da immer so einen anderen Tick und natürlich sticht jetzt dieser Farbton hier gleich raus. Fühlt sich aber sehr trocken an. Da müssen wir mal gucken. Ich glaube, da wird auch schnell harte Pellen erreicht. Meine Haut ist jetzt hier angefeuchtet durch dieses Tuch, ne? Hat wenig Farbpigment, ich sehe das ja schon auf dem Fingerswatch. Gibt es viel schönere, ist eher so eine Glitzerbasis mit so einem dunkleren braunen Transitton. Gibt es schöneres, aber sieht schön aus. Müsst euch mal gucken. Ich werde damit auf jeden Fall spielen, weil ich wollte die unbedingt testen jetzt. Der ist schön cremig jetzt gewesen. Oh, der sieht interessant aus. Sehr nett. Okay. Bam. Das ist mal ein Rostton. Sehr cool. Okay, also interessante Farben. Kann man was machen? Kann man was machen? Es sind jetzt Paletten, ne? Wo ich halt eben deswegen wahrscheinlich auch vorher noch nicht gekauft hatte, weil die mich noch nicht umgehauen haben vorher. Aber der Preis war auch ordentlich. Also für solche Paletten, wo du denkst, irgendwie, weiß ich nicht, was die gekostet haben, 30 Euro ursprünglich oder so. Also auf jeden Fall viel, viel mehr, als man für so eine Palette verlangen kann. Und deswegen hat mich das irgendwie nie interessiert. Dann haben wir als nächstes die Self-Care Palette. Die ist in so einem Roségold. Auch spiegelig Roségold. Die ist cool. Da haben wir als einzigen matten Ton wieder diesen Setting-Ton, der schleicht sich wohl durch die ganze Palette. Da ist auch wieder so ein Ton. Vielleicht habe ich den geswatcht, aber glaube ich nicht. Da war doch schon jemand wieder mit seinem Griffel drin. Und der Ton spricht natürlich, das springt gleich aus der Palette raus, oder? Das ist so ein Antik-Rostgold. Hat so, ich glaube, blaue Schimmerpartikel. Also es ist eher so ein Glitzerbase. Sehr interessant. Sehr cool. Interessante Farbe. Habe ich, glaube ich, so noch nicht. Also die sind jetzt etwas buttriger. Das Rot ist der Hammer. Da habe ich auch viele in meiner Sammlung. Und da ist immer die Kunst, dass dieses
Metallische auf dem Auge bleibt. Das wird oft verschluckt vom Primer. Und das hat so ein bisschen was von Duochrom. Wenn ich das so swipe, ne, hat so was Rostiges. Kann man das erkennen, was Rostiges? Und dann wird es so ein bisschen ins Pinke gehen. Also spannend. Dann haben wir diesen hellen Ton. Die mag ich auch gerne. Für einen Inner Corner, guck da mal an. Nochmal hier die Palette. Der ist interessant. So ein bisschen Mermaid Pink, bläulich. Die Palette ist jetzt etwas buttriger. Da haben wir noch die zwei normalen Schimmertöne. Total solide, total schön. Und da sind jetzt die fünf Farben schimmernd. Brauchst du auf jeden Fall eine zweite Palette dazu. Und ja, der Setting-Ton halt, ne? Das ist halt wieder so eine Palette, die da brauchst du immer eine Base-Palette mit dazu. Weil so solo kann ich jetzt erstmal mit den Tönen nichts anfangen. Aber coole Farben für Inner Corner, coole Farben zum Toppen und so. Auf jeden Fall so eine Beilegepalette zu einer anderen. Finde ich ganz nett. Und die letzte Palette ist noch die Self-Love. Gut, Self-Love heißt die. Alles so mit diesem Self irgendwie, ne? Me, Myself and I. Und die ist jetzt einfach nur silberspiegelnd, gell? Nee. Das kann ich jetzt alles in dem Licht gar nicht erkennen. Ich glaube, so ein bisschen Roségold, aber nicht so arg. Sehe ich jetzt voll schwer. Self-Love. Und die gehen auch... Gut, hier sind schon mal zwei... Also dieser Setting-Ton, der hat immer so ein bisschen einen anderen Unterton, aber der zieht sich wirklich durch die Paletten. Finde ich irgendwie cool. Ich mag die Fähnchengröße total. Und wie gesagt, die fühlen sich richtig schwer und hochwertig an. Love ist ja auch eine von diesen, von Cosnova, so diese hochwertigere Variante. Aber haben es halt nicht geschafft, ne? Also Qualität ist wirklich da. Sehr, sehr, sehr schön. Aber es ist jetzt natürlich nichts, wo ich sage, wow, was Einzigartiges, aber ist ja logisch, ne? Der Setting-Ton, der ganz unten, der ist sehr, sehr schön. Setting-Ton, Lidfalten-Ton, finde ich sehr cool. Und somit ergibt sich so eine Einheit mit dieser Palette, dadurch, dass du so einen Lidfalten-Ton hast. Ich bräuchte vielleicht noch was zum Verdunkeln, aber das schon komplett aufs ganze bewegliche Lid und mit dem Ton ausblenden. Schön. Wir haben hier nichts vom Inner Corner. Das sind coole Farben. Das sind echt coole Farben. Bewegliches Lid, bewegliches Lid, bewegliches Lid. Kannst du alles wirklich benutzen. Den letzten Ton habe ich noch nicht gehabt hier. Schimmerton. Echt toll. Also die gefällt mir jetzt am besten von allen. Weil mit der kannst du auch alleine was machen. Self-Love heißt die. Das waren die. Ich bin mir nicht sicher, ob es noch mehr gab von den Paletten. Vielleicht. Aber ich habe jetzt halt diese vier. Finde ich sehr interessant. Und jetzt kann ich ein bisschen mit Love spielen. Sehr schön. Genau, das war die Love-Bestellung. So, dann habe ich gesehen, dass Pixie mit Hello Kitty eine Kooperation hat. Und ja, am Anfang waren mir die Sachen zu teuer. Da gab es irgendwie, waren die Sachen billiger und Code und keine Ahnung. Da habe ich zugeschlagen und eigentlich ist es völliger Schwachsinn. Aber wie kann man daran vorbei? Du kannst dann auch entweder die Flasche wieder nachfüllen, weil du willst ja das hier auch noch behalten. Oder den Deckel kann man bestimmt abschrauben, auf eine neue Flasche drauf tun. Ich habe das Glow Tonic von Pixie schon mal da gehabt. Ich mochte das, weil es hat wirklich was gegen Unreinheiten gemacht. Vor allem so auf Stirn, auf diese ganz kleinen Unterlagerungen. Hat die so ein bisschen weggeätzt. Ich werde mich da mal wieder ran probieren an dieses Glow Tonic. Aber bitte... Bitte, wie schön. Und diese Kombi. Und ich... Das, ja, man will es gar nicht benutzen. Aber dafür ist es ja da. Mit diesem Hello Kitty-Kopf einfach traumhaft. Traumhaft! Ja, und das Gleiche gab es natürlich mit dem Fixing Spray. Das hatte ich auch schon mal von Pixie. Ist halt ein bisschen preiswerter, ne? Aber, mein Gott. Das ist doch ein Traum. Ein Traum in Grün, ja. Und diese Kombi zusammen, grün und rosa, ich lieb's, ne? Ich lieb's einfach. Das ist das Rosenwasser und grüner Tee, so Setting Spray. Wunderschön. Ich lieb den Duft davon. Hammer. Toll. Ja, weiter geht's. Ich habe
von Pixie Hello Kitty diese Palette auch. Chrome Glow, also es gab ganz, ganz viel, aber ich wollte halt unbedingt, vor allem bei den Schminksachen, bei dem Make-up, wo Hello Kitty nicht nur innen drin gestanzt ist, auf dem Produkt, weil es geht ja irgendwann mal weg, sondern auch auf dem Packaging außenrum. Und die, ja, ich habe von Pixie noch nicht so viel da. Ich glaube, ein oder zwei Palettchen oder so, also wirklich nicht viel. Und die Sachen, die ich probiert habe von Pixie, haben mir echt immer gut gefallen. Und ja, das ist so eine Face-Palette, ne? Chrome Glow Palette Multi-Use. Also du kannst es für alles benutzen. Und ich sehe da schon wieder wunderschöne Blushes. Es ist alles so ein bisschen metallischer, ne? Aber fürs Auge und ja, so wie ich die Pigmentierung, also diese Textur von Pixie schon kenne, es ist wirklich sehr, sehr butterig und sieht auf dem Auge wirklich phänomenal aus. Sehr, sehr schön. Ist jetzt nichts Besonderes. Die heißt ja irgendwie hier so Chrome Palette, ne? Es ist jetzt wirklich einfach nur Schimmer. Dieser Rotton, den muss ich mir wirklich mal als Blush anschauen. Das ist eine echt coole Farbe. Es ist jetzt auch nicht so krass leuchtend, ne? Ich kann mir echt vorstellen, dass er ausgeblendet auf den Wangen wirklich hervorragend aussieht. Da muss ich mal gucken, mit welchen Pinseln. Hast du hier natürlich auch Highlighter, ne? In verschiedenen Dimensionen, was Champagner, etwas dunkler, ein bisschen Rosé, ich glaube so ein Grünstich hat das hier, also wirklich was für jeden. Da haben wir die schönen Highlighter. Ja, die sind unten drunter, ne, so zwei. Echt nett. Und dann hast du halt außenrum, also Packaging ist halt so ganz klassisch von Pixie, irgendwie so ein bisschen klassisch von Pixie halt. So grün und so, aber das mit dieser Hello Kitty da unten. Ja. Traumhaft. Und die kann man halt irgendwie überall benutzen. Ich glaube nämlich auch am Auge, Inner Corner, Auge und wie gesagt auch als Highlighter und Blush. Traumhaft, ja. Sehr, sehr, sehr schön. Und nein, das war noch nicht alles. Es geht noch ein bisschen weiter mit Hello Kitty. Ich habe euch schon in meinem letzten Badezimmer-Vlog, falls du den verpasst haben solltest, schaut da gerne rein, ganz, ganz schämend meine Maskensammlung gezeigt und vor allem die Sachen, die alle abgelaufen waren. Also ich möchte mir ungern Masken ins Gesicht geben, die schon über ein Jahr abgelaufen sind. Und ich habe eigentlich gesagt, ich kaufe mir keine Masken mehr und siehe da, es ist wieder was da. Aber da kannst du doch nicht dran vorbei. Ich glaube, ich weiß noch nicht, wie die Maske innen drin aussieht, ob das Hello Kitty-Gesicht ist oder so, aber ich konnte nicht dran vorbei. Jetzt machen wir mal eine kurz raus, sind drei Stück drin. Die Maske sieht genauso wie die Umverpackung. Irgendwas mit Apfelextrakt, vielleicht ein bisschen Fruchtsäure, kann ich mir vorstellen. Mal gucken, ob was draufsteht. Für junge aussehende Haut, ja. Und dann durfte noch die Lidschattenpalette mit. Ja, Eye Effects Shadow Palette steht jetzt nur drauf. Das sind 9 Lidschatten. Das ist die Palette Harmony Hues. Und auch ganz klassisch wieder dieses Pixie mit diesem Grün. Und diesmal nicht durchsichtig, sondern halt, fände ich jetzt bei dem anderen auch schöner, wenn es so in diesem Grün wäre. Einfach, ne? Dieses Plastikgrün. Und hier haben wir dann halt wieder, lass mal schauen, wie ich das so mache. Da unten das Gesicht, ja, aber das geht ja irgendwann mal verloren. Ich versuche natürlich ein bisschen außenrum zu arbeiten, aber es ist natürlich schöner, dass auf dem Packaging oben drauf auch Hello Kitty drauf ist. Es ist nichts Besonderes, aber ich sehe schon so ein paar Tönchen, die ganz süß sind. Ich will da gar nicht rein. Ich will nicht rein, aber ich will swatchen. Ich muss ja swatchen. Es ist halt ein Sammlerstück. Okay, das ist hier so ein bisschen Glitter. Ja, es ist so wirklich gröberes Glitter. Ja. Da unten ist dieses eisige Rosé. Das finde ich nämlich da sehr, sehr schön. Und das, wenn du es dann bewegst, dann schimmert es in verschiedene Farben und so. Ja. Finde ich ganz cool. Pixie hat wirklich, also die Qualität ist wirklich, wirklich in Ordnung. Und ja, die Sachen, die ich bisher halt immer getestet habe, die waren immer ganz süß. Hat Spaß gemacht, immer mit denen zu spielen. Und wir müssen dann halt rumprobieren.
wie die Sachen mit was funktionieren, ob man anfeuchten muss. Das ist für mich jetzt natürlich auch, die Erfahrung ist noch nicht so da, ne? Mit den Produkten, aber wir werden es da durchtesten und allein schon Sammlerstück. Oh, herrlich. So, das war's erstmal mit Pixie Hello Kitty. Dann durfte eine Lidschattenpalette mit. Ich weiß nicht warum, eigentlich ist die voll hässlich und zwar von Sephora Wishing You. Das ist so ein Teller, so eine Keksdose irgendwie im Endeffekt, die du dann da oben aufmachst. Du hast dann im Deckel den Spiegel mit drin und hast diese Farben in der Keksdose. Ich habe keine Ahnung, was mich geritten hat, aber ich wollte sie einfach mal testen. Also ich weiß gar nicht, von Sephora müsste ich nichts haben. Ich fand die Farben schön. Hier ist alles mit drin, was du brauchst. Innenwinkel, äußerer Winkel, was für die Lidfalte. Es ist irgendwie eine coole Reisepalette, ne? Und es ist auch so eine Pappschachtel, die wirklich nicht schwer ist, nicht viel Platz. Also Platz nimmt sie schon weg, aber du hast hier alles dabei. Gut, die metallischen Töne lassen hier ein bisschen zu wünschen übrig. Es ist so eine coole Base-Palette, die du nebendran haben kannst und wo alle Nude-Töne vorhanden sind. In allen Tiefen. Auch so dieser Ton ist eher so ein bisschen khaki-mäßig und so ganz, ganz cool. Und ich komme da mit meinen Krallen. Ah, doch, es funktioniert. Ich wollte halt Sephora ein bisschen ausprobieren, die Qualität. Schwierig mit den Krallen, diese kleinen Fähnchen reinzukommen. Da sind die drei Schimmertöne, die hier mit drin sind. Und ja, wow, ganz cool, schaut mal an. Sehr, 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 sehr cool. Der vor allem der untere, ne, für den Innenwinkel und so zum Toppen vielleicht aufs Zentrum. Und in der Mitte sind das wahrscheinlich zwei Highlighter. Die wirken sehr trocken, ja. Das sind eindeutig Highlighter, aber ganz interessante, das sind diese bunten Highlighter. Einmal so ein Blau ist hier und einen Grün, Gold. Seht ihr hier die zwei, ne? Es ist jetzt nicht so meine Farbwelt bei Highlightern. Aber wir kommen entweder in diesem oder im nächsten Teil auf jeden Fall noch zu einem Highlighter, die in diese Richtung gehen. Da möchte ich mich ein bisschen rumprobieren. Aber ich weiß nicht warum. Ich wollte die einfach in meinen Warenkorb packen. Das ist wahrscheinlich so eine Weihnachtspalette, ne? Sagt ja auch schon der Name. Wollte ich testen, habe ich mitgenommen. Und ja, Qualität schaut bisher ganz gut aus. Werden wir uns mal ranwagen. So. Was haben wir noch? Ich habe euch ja schon mehrfach erzählt, dass ich dieses BB-Puder von Physicians Formula, so Fire. Und ich habe jetzt Fire. Jetzt habe ich entdeckt, von Physicians Formula gibt es ein Healthy Powder. Vielleicht ist es irgendwie was Ähnliches, weil das gibt es halt eben noch in der Farbe LN3. Ja, ich weiß nicht. Es ist jetzt hier zugeklebt. Das liebe ich ja. Mache ich später auf. Es soll wohl irgendwie so ein bisschen auch einen Schimmer mit drin haben, so ein bisschen Glow verleihen, ein bisschen abdecken, so ein bisschen BB-Powder sein. Ich werde mal gucken. Die Beschreibung war sehr ansprechend. Das sieht auch so ein bisschen schimmermäßig aus, so seidig, ne? Ich werde es mal testen. Es wird bestimmt nicht das gleiche sein, aber das andere Puder hat mir einfach sehr gefallen von Physicians Formula. Und allgemein, die Produkte sind wirklich sehr, sehr schön. Deswegen werden wir uns an das Produkt mal wagen und ich hoffe, es kommt ein bisschen nahe ran. So, ich habe ein paar Pröbchen bekommen. Das fand ich echt cool. Relativ viele. Einmal von Fenty Beauty, die Foundation und den, was ist das hier, den Primer. Ach, sogar mehrere Sachen. Ach, ist ja geil. Alle diese vier Produkte quasi gibt es hier als Pröbchen in verschiedenen Nuancen. Zumindest von der Foundation und von dieser Foundation. Das sind ja beides Foundation. Genau, Longwear Foundation und Soft Matte Foundation. Ich habe noch keine ausprobiert und ich bin sehr, sehr heiß drauf. Und dann eben noch den Instant Retouch Primer und den Soft Silk Primer. Die zwei Farben werden vielleicht gerade so passen. Die wahrscheinlich nicht mehr. Die muss ich vielleicht auffällen. Aber so ein bisschen zum Ausprobieren auf eine Wange.
Das fürs ganze Gesicht wird mir das, glaube ich, nicht reichen. Da ist wirklich sehr, sehr wenig drin. Ja, also Fenty interessiert mich wahnsinnig. Die Produkte sind halt etwas hochpreisiger und da passt man auf. Aber guckt euch mal auch die Farbskala an der Foundation. Das ist der Hammer. Da wirst du auf jeden Fall fündig. Nicht der Hammer. Dann habe ich bekommen ein Hydrating Serum von Innisfree. Das wird wahrscheinlich so... Nee, das ist Korea. Das ist eine französische Firma, aber Korea. Also habe ich jetzt, glaube ich, noch nichts von denen ausprobiert. Mit grünem Tee, Samen oder sowas. Ganz cool. Dann fand ich hier Rare Beauty, habe ich bekommen. Und zwar diese Liquid Blushes. Ja. Und Highlighter. Sieht man schon, wie er strahlt, oder? Liquid Highlighter mag ich nicht. Steht mir nicht so. Meine Poren werden dadurch vergrößert. Oder ist es irgendwie sowas für die Foundation zum Reingeben? Ne, Liquid Luminizer. Vielleicht für unten drunter, unter die Foundation stelle ich mir das auch sehr schön vor. Habe ich jetzt probiert. Und ich habe hier die Farbe Joy und ich will den unbedingt mal probieren. Also ich muss mir mal einen holen. Hier habe ich eben jetzt einmal zum Spielen. Die Farbe wirkt auch sehr, sehr schön und da gibt es auch sehr coole Farben. Da sehe ich schon das ein oder andere Tönchen, was für mich ist. Und das ist... aus der Dewy-Variante, weil es gibt noch matte Farben. Sehr, sehr cool. Rare Beauty werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Ja. Und ich habe ein Männerparfüm bekommen von Diesel. Das ist aber nicht das, was wir haben. Nee, ist noch etwas anderes. Das werde ich dann an meinen Schatz mal weitergeben. Duftpüppchen für Männer. Und ein Produkt, das war nämlich auch schon mal im Warenkorb auf meiner Wunschliste. Habe ich mir mitgenommen und da zieht auf jeden Fall noch der andere ein, den KVD Liquid Liner, also diesen Tattoo Liner. Ich hatte den schon mal in Mini da, irgendwie bin ich mit dem nicht so zurechtgekommen, ich will ihn nochmal ausprobieren. Und da gibt es ja gerade so ein Set auf Sephora mit dem Braunen zusammen, den, auf den bin ich sehr scharf. Und hier gibt es noch die Mascara, die hatte ich auch schon mal da. Die war so okay, aber mir ging es überwiegend um diesen Stift, um diesen Dazzle-Stift, weil mit diesem Set bist du natürlich günstiger weggekommen. Ich habe mir die Stifte ja schon geholt, die habe ich euch auch schon gezeigt und die sind so schön. Und ich habe die aber noch nicht aus dem Auge, ich habe die noch nicht auf dem Auge ausprobiert, aber ich wollte den jetzt trotzdem haben. Und das ist so ein Champagnerton. Und wie der schon scheint, ne? Wenn ich den jetzt hier nämlich drauf gebe, fühlt sich das eiskalt an. Eiskalt, wenn ich den aufgebe. So richtig nass und eiskalt. Und dann trocknet der an und der ist wirklich buttrig. Also wenn du den aufträgst, das ist Butter. Und dann trocknet der an und macht einfach so einen schönen Schimmer. Und da muss ich gucken, weil da musst du super schnell arbeiten, ob du den überhaupt noch ausblenden kannst. Guckt euch das mal an, den kannst du sogar als Highlighter benutzen. Also bei mir gibt es so einen Balken, also als Highlighter mir zu dunkel, aber auf dem Auge im Zentrum. Oh mein Gott. Ja. Das ist jetzt halt die dritte Farbe und ich will ein bisschen mehr von denen haben, aber ich möchte das erstmal auf dem Auge ausprobieren und dann gehen wir ab. Aber so, jetzt nehme ich Swatch. Es ist unfassbar schön, unfassbar schön. Nächstes Päckchen. Ich denke, ich werde dann auch einen Cut machen und werde euch dann ein paar andere Teile wieder noch abdrehen, weil es ist wieder sehr viel eingezogen, ja. Machen wir dieses Paket und zwar, ich bin da so lange drum herum geschlichen, so lange und jetzt war die halt Saale und... ich habe schon die andere Marvel-Palette nicht gekauft, obwohl die schon so lange verfügbar ist und so günstig die ganze Zeit. Aber irgendwie, das Packaging ist so schön. So schön. Wobei die Umverpackung von... das ist so schön. Es ist halt ein Pappding. Jetzt, ja, es ist halt Pappding. Nur was anderes. Innen drin hast du dann so ein Holo-Bild, aber es ist immer das Gleiche. Aber trotzdem cool. Und es ist wirklich mal ein anderes Packaging. Und diese Farben, es ist nichts Besonderes, es ist aber alles vorhanden für den Look, für mich. Ich finde die matten Farben perfekt. Und du hast wunderschöne Schimmertöne. Es ist wirklich nichts Besonderes. Warum hat es mich angesprochen? Wegen den Grünen. Selbstverständlich. Und da haben wir wieder dieses... klassische Green-Brown, wieder wenig Pigment, ähnlich wie aus der Revolution-Palette. Aber es schimmert grün und sieht unfassbar schön aus. Ich liebe diese Art von Farbe. Ich trage die wahnsinnig gerne. Es sieht einfach unfassbar schön aus auf dem Auge. Und das Grün ist halt in der Mitte, diese Hulk-Out-Farbe, diese
riesengroßes Fähnchen, was diese Palette ausmacht, ne? Wenigstens die Farbe taugt was. Immerhin, ne? Und die anderen, was haben wir noch? Hier ist nochmal so ein Duochrome. Das rutschen wir mal daneben. Okay, das ist so ein Pink-Brown oben drüber, ne? Hat es alles schon mal gegeben, es ist jetzt wirklich nichts Besonderes, aber cool irgendwie. Da haben wir oben drüber so zwei Schimmertöne. Die sind jetzt ganz unten. Aber die zwei Duochromes, die sind echt schön. Die scheinen und leuchten sehr, sehr schön. So, dann haben wir noch hier noch, was mich gerade extrem anspricht, ist dieses Lila. Pups, trocken. Schaut euch mal den Swatch an. Erinnert mich gerade ein bisschen an die Catrice Palette, die Pearl Glaze und das Blau. Für Blauliebhaber natürlich sehr, sehr schön. Also, ich habe lange hin und her überlegt. Ist echt so wie von der Catrice Palette. Das ist ein Duochrome. Oder beziehungsweise kein Duochrome, sondern der ein Glitter. Ein pinkes Glitter. Ne, hier die zwei. Mit so einem anthraziten Unterton. Das Blau ist sehr schön. Coole Palette. Ich bin jetzt nicht total enttäuscht. Wir müssen mal gucken, wie sich das auf dem Auge macht. Welchen Primer ich dazu benutzen will. Ich habe lange hin und her überlegt, aber jetzt durfte sie mal mit. Weil ich fand die irgendwie ganz ansprechend. Ganz ansprechend. Ich bin jetzt nicht so der Marvel-Fan, ne? Aber guckt euch mal. Allein schon, weil es grün ist. Und diesen limettengrünen Ton in der Mitte hat. Ich freue mich drauf. Also gefällt mir. So, ihr Lieben, dann habe ich noch von Ordinary, weil ich gerade extrem begeistert bin, einmal was für die Kopfhaut mitgenommen. Ein Hydrating Serum für die Kopfhaut. Ich habe ja ein bisschen Probleme mit trockener Kopfhaut. Und jetzt im Winter macht das natürlich noch mehr Sinn. Und dann mit ein riesiges Teilchen mit 60 Milliliter. Sieht ein bisschen milchig aus. Relativ dünnflüssig. Da werde ich mich mal ranwagen. Werde ich euch auf jeden Fall berichten, wie das so ist. Ich habe nicht viel von so solchen Sachen für die Kopfhaut. Deswegen schauen wir mal. Dann habe ich nochmal ein Azelain. Es müsste genau einfach eine Creme sein. Ich wollte nämlich eine Tagespflege so ausprobieren. Und da ist dieses Azelain mit drin. Da habe ich nämlich von No Makeup schon dieses Serum, was mir sehr, sehr zusagt. Und jo, das kann man sich morgens und abends auftragen. 10% Azelaicsäure ist damit drin. Augen vermeiden, Augen und Mund genau und aus der Sonne raus. Und danach soll man wasserbasierende Serien benutzen. Also wahrscheinlich feuchtigkeitsspendend. Müssen wir mal schauen. Muss ich mich noch mal durchlesen, aber irgendwie hat mich daran angesprochen. Ich wollte von Ordinary eben so was ausprobieren für unreine Haut. Dann habe ich noch mal eine Salicylmaske mitgenommen für, logischerweise für unreine Haut. 2% Salicylsäure ist mit enthalten und sieht so aus. Also ich mag das Packaging von Ordinary, spricht mich an. Und die arbeiten ja mit diesen Wirkstoffen so extrem. Also da ist nicht viel Schnickschnack drin, sondern wirklich nur das, was du brauchst, sehr hoch dosiert. Da muss man halt natürlich aufpassen, ne? Was man sich ins Gesicht klatscht, kann auch daneben gehen. Und ich habe nochmal einen Moisturizer mitgenommen. Wahrscheinlich irgendwie mit Hyaluron oder sowas. Genau, Hyaluron und irgendwelchen anderen feuchtigkeitsspendenden Sachen. Und das soll wohl auch so ein bisschen was Leichtes sein auf Wasserbasis. Das ist perfekt. Ja. Ganz schlichtes Packaging. Werde ich mich mal durchprobieren. Das sieht jetzt einmal so aus. Und die haben ja so viel, ne? Da weißt du gar nicht, was du benutzen sollst. Aber ich habe halt eben jetzt ein bisschen auf meine unreine Haut abgestimmt und habe jetzt da so ein paar richtig, richtig schöne Serien fürs Gesicht, die mir sehr gut tun und sehr, sehr cool. Was ist das? Das habe ich ja gar nicht gesehen. Das ist ja ein Pröbchen. Wo kommt das her? Wieso ist da eigentlich nur ein Pröbchen drin? Von Kiehl's, ein Konzentrat. Ich glaube, das ist ein Ölkonzentrat, oder? Ja,
Ganz viel Öl, ganz viel Öl, ganz viel Öl. Werde ich aber trotzdem mal draufklatschen und probieren. Ich mag Kiehl's sehr, sehr gerne. Und ich hatte schon mal das Konzentrat für die Nacht. Das war traumhaft. So, und dann habe ich mir noch in diesem Zuge, ich habe nämlich eine Arbeitskollegin von der Boom Boom Cream erzählt und die kannte sie noch nicht. Also von der klassischen. Und dann sind wir darauf gekommen, dass es ja auch noch andere Produkte gibt. Und gerade bei Douglas ganz, ganz viele Sets im Angebot mit verschiedensten Sachen von Sol de Janeiro. Und ich wollte unbedingt das Shampoo mal ausprobieren, weil es ja halt günstiger ist zum Ausprobieren, das Set. Und da hast du halt 4 verschiedene Produkte von dem Sortiment, von dieser klassischen Bum-Bum-Reihe. Und ja, das duftet. Also ich bin ich freue mich schon so, wenn die Haare danach duften werden. So, hast du hier Shampoo. Oh, das duftet so toll. Ich liebe diesen Duft. Ist eher was für den Sommer, ne? Aber im Winter geht das auch klar. Aber die Sachen sind so teuer. Spülung, Shampoo, ein Live-In-Conditioner und ein Haaröl. Geilo. Oh Gott. Dieser Duft. Phänomenal. Phänomenal. Und der bleibt so lange auf der Haut, ne? Es gab mal das Parfüm dazu, aber ich finde es nicht mehr. Es gibt halt jetzt nur noch diese Body Sprays. Aber es gab echt mal ein richtiges Parfüm. Das war auch schweineteuer, aber ich hätte es mir echt gerne gekauft. Und ich habe es jetzt lange nicht mehr gesehen. Ja. Hair Harmony. Ganz, ganz cool. Und es gibt halt verschiedene Sets mit den verschiedenen Body-Joghurts da halt, ne? Mit ihr Bodycream und so gibt es diese verschiedenen Farben und ich finde die halt alle toll, aber das ist halt der Klassiker und ich habe auch das Spray dazu und die Bodylotion und so habe ich auch von denen. Der absolute Hammer. So ihr Lieben, dann war es das hier für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Ich freue mich, die Sachen hier einzuräumen und zu benutzen, sobald es geht. Und vielen Dank fürs Einschalten, Zuschauen, Vorbeischauen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, ihr Lieben. Ciao, ciao.